verschiedenen Projekten. Ich habe bei Tomaten und Beeren gespielt, in einem Duo. Ich habe andere Bands als Schlagzeuger gespielt und so. Das ist wirklich so das erste Mal, wo ich etwas ganz alleine mitgemacht habe. Ich habe zuerst gar nicht gedacht, um es rauszugehen. Es war eigentlich mehr für mich selber gewesen. Was war denn der Grund, dass du das wollen machen? Es ist wie passiert, dass ich bin auf Paris und habe nicht Französisch geredet und habe irgendwie einfach angefangen Musik zu machen, so, um irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Zuerst wollte ich einen Film machen, habe dann gemerkt, es geht besser mit Musik. So, als Direktor. I wanna be sure. Is a big black dog. I'm trying to come through the tangled forest. Ja, wieso einfach in einem kleinen Kämmerli angefangen mit ein paar elektronischen Geräten. Ich glaube, so auch wie es tönt, hat damit zu tun, wo man hat und welche Geräte das man hat und wie ein bisschen welches Umfeld. Und da hat sich jetzt immer wieder ein bisschen vergrößert und wieder angefangen auch ein bisschen Sachen aus der Stadt angefangen aufnehmen mit dem Rekorder oder so und in die Musik reinzunehmen. Das ist irgendwie so, es ist ständig, hat durch die Stadt damit zu tun irgendwie. Für mich ist es mega wichtig, dass eine Geschichte erzählt ist und für mich ist auch wichtig, dass es ein Album ist und irgendwie, es ist wie eine Art Reise irgendwo hin. Und es ist sehr elektronisch, sehr digital, aber es hat auch sehr viele analoge Sachen drin und auch verschiedene Persönlichkeiten. So. Würdest du die fiktive Konzertlocation beschreiben? Die fiktive für mich ist eigentlich wie so in einer Art Kern, wo eigentlich auch ein Computer ist. Wie so in einer Persönlichkeit, wo man nicht vorstellen kann, wie die ist. Es ist eigentlich alles, was ja introvertiert ist, geht ja eigentlich dann wieder in den Weltraum raus. Also eigentlich ist es wie so, es spielt sich im Kopf ab, aber in einem komischen Computerkopf. Und dort drin steckt dann das Weltall. So. Bist du denn rein durch die Musik drauf gekommen oder hast du das dir schon im Voraus immer gedacht, dass es so etwas geben könnte? Also das Ganze ist ja sehr, es passiert ja einfach auch. Also ich fange ja wie an Musik zu machen und versuche irgendwelche Art zu finden oder Klänge zu schaffen, die ich nicht kenne oder die mir irgendetwas auslösen, wo ich irgendwie finde, der Art, der gefällt mir oder der macht mir Angst oder der klingt irgendwie ganz bedrohlich und so. Dadurch ist es wie so ist es nicht einmal eine Idee dahinter, sondern es passiert wie beim Machen, dass auf einmal irgendwie so ein Raum entsteht und mit der Zeit, je mehr Lieder und Klänge das aneinander kommen, gibt es auf einmal eine Geschichte. Das passiert so automatisch irgendwie. Und das hat wahrscheinlich auch, dass es bei den Zuschauerinnen und Zuschauern dann hängen bleibt nach dem Konzert vermutlich. Das wäre das Schönste natürlich, wenn da, wo ich irgendwie dort drinnen sehe, oder vielleicht auch wenn etwas anderes passiert, aber dass die Leute eine Reise durchmachen. Das ist gar nicht einmal auch ein bisschen herausgefordert sind und ein bisschen, an den Kopf gestossen. Wir haben auch noch ein Projekt, das wir machen mit Kollegen vom Label, aber auch mit Leuten in Tunesien, wo wir ein neues Festival oder sie haben schon zwei Editionen gemacht und die Idee ist nächstes Jahr wieder eins zu lancieren. Und jetzt sind wir da ein bisschen am Vorstellen, das heisst Sailing Stones. Und um was geht es denn dort dabei genau? Sailing Stones sind eigentlich die Idee, es heisst das so, das sind wie Steine, die gestrandet sind irgendwo. Und die Idee ist, dass man in Tunesien eine Art findet, wo eigentlich nichts passiert. Also das Mal ist irgendwie wird es in einer römischen Ruine sein, irgendwo auf dem Land, im Scheiss raus. Und die Idee ist, wie so die Leute dort hinzubringen, zur Musik lassen. Und das letzte Mal ist es irgendwo in einem Berberdorf, irgendwo im Hügel oben gewesen. Und einmal wäre auch mal die Idee, vielleicht mal auf einer Insel zu machen. Irgendwie. Aber es ist so die Idee, dass man irgendwie weggeht aus der Stadt und irgendwo eine Art sich so findet, zur Musik zu machen. Ich bin gerade auch viel Musik dran, aber ich werde auch im Januar eine Residenz, wo ich auch auf Berlin Musik mache. Der Plan ist, um wieder eine neue Geschichte zu erzählen. Ja, cool. Nein, merci vielmals. Ja, merci.